Komme ich da durch, ohne zu verrecken? Ich versuch's einfach mal. Und los. Pui. Geht doch. Na, ich muss sagen, sind das hier neben auch was in der Wand oder ist es einfach nur zu verbaut? Nee, scheint wirklich so verbaut zu sein. So, jetzt Bombe. Und jetzt mal hier rein. In der Zeit, wenn der da sprengt, gucke ich mal auf die Karte. Ja, Kellergeschoss, also hat nur zwei Stockwerke. Sieht machbar aus. Ja, sprengt schon. Und ich falle. Ah. War eine Verarschung. Och, ihr Leute. Mag es nicht gerne, verarscht zu werden. Hab doch keinem was getan. Komm ich da jetzt wieder raus? Oder ich lass mich sterben und... Ach komm, ich lass mich sterben und, hier raus komme ich ja nicht. Oder? Nee, ich lass mich nicht sterben. Ich gehe lieber so hoch. Oder warte mal, kann ich hier die Statue nicht eigentlich einfach verschieben? Okay. Die Statue kann ich verschieben. Und da brauche ich einen großen Schlüssel, den ich bisher noch nicht habe. Also, gehen wir mal einen Schlüssel suchen, oder? Nee. Link, du schwache Nase, du. Geh ich halt außenrum, mir auch egal. Und Schalter drücken. Und schon geht die Türe auf. Und schon hört das Piepsen auf. Sag ich ja. Keller 1. Mal wieder. Diesmal von der anderen Seite. Leben, Leben, Leben. Aua. Hey, du Arsch. Okay, Schlüssel. Und tschüss, ich verpiss mich wieder. Grillt jemand anderen. Ich lieg selbst gut durch noch im Magen. Also wieder in die Mitte. Und weiter. La, la, la. Die nächste Türe ist auf. Okay. Zombie-Marienkäfer. Okay, da in der Mitte ist eine Kiste. Da werde ich wieder gegrillt. Ich gehe jetzt erstmal den Weg, den ich eingeschlagen habe. Nach oben oder da lang? Ich gehe mal. Die kenne ich. Verdammte! Gut, also in der Mitte durch. Ja, ich brauche in Dungeons halt immer Zeit, um mich richtig zu orientieren, wo ich jetzt... Und da überlege ich mir immer, wo ich hingehen könnte. Okay, die interessieren meine Pfeile nicht. Die interessieren sich da herzlich wenig für. Ja, halt ein bisschen Zeit zum Orientieren brauche ich immer.
um dann halt auch zu sehen, was Sache ist. Ich denke, hier ist ein Pfeil auf dem Boden. Ich denke, hier dürfte ich mit den Schuhen gut rüberspringen können. Ja, sehr schön. Wow! Jetzt wird mit mir hier Ping-Pong gespielt. Ach, Freunde, euch kenne ich doch schon. An euch bin ich doch im vorletzten. Letzten. Was auch immer. Ne, im letzten. Ne, im vorletzten Dungeon verzweifelt an den komischen Quallen. Gut, verzweifelt jetzt nicht direkt, aber ich hatte schon meine Probleme mit ihnen, sagen wir es so. Aber es ist ja nicht so, als oh! Netter Versuch, aber anscheinend nicht nett genug. Ich hatte einfach vergessen, dass ich etwas zurückschleudern, aber irgendwie geht's jetzt schon. Ich muss halt nur richtig stehen. Schon gehen sie mir nicht mehr auf den Zeiger. Zumindest nicht mehr so stark. Und hops. Schön, oder? Na, komm her. Haha. So, nu. Ups. Jetzt nehme ich wieder einen Bumerang. Und drück den Schalter. Ja. So hatte ich mir das jetzt nicht gedacht. Ich wollte eigentlich drüber springen. Oder komme ich da von der anderen Seite hin? Ne, da müsste ich von der anderen Seite hinkommen, weil ich sehe es ja an dem Pfeil. Ich gehe einfach mal durch die Tür und dann gucke ich weiter. Die ist jetzt ja hier nicht umsonst aufgegangen. Aber wie immer, ich mache zuerst alle Pötte links. Und es hat sich gelohnt. Das jetzt Auswirkungen auf den Raum oder? Ja, hatte es. Gut, lass ich es mal so. Moment, der Schalter, der war ganz oben rechts. Ja, genau. Mache es halt so, dass ich mal versuche, eine der Statuen anzuschieben. Weil der Schalter muss ja gedrückt bleiben. Ja, bin ich gerade drauf gekommen. Ihr schon wieder euch den großen, dicken erledige ich ja am besten mit Pfeil und Bogen. Seine kleinen Kameraden hier auch. Schön, oder? Pfeile, 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 Pfeile. Juhu. Jetzt kann ich mich nicht drüber beschweren, dass ich keine Pfeile habe. Ah, jetzt weiß ich, wie ich es machen kann. Jetzt rüste ich den Bumerang aus, wenn der komische Knubbel da... Fliegt der Bumerang überhaupt so weit? Ja, tut er.
So, jetzt kann mich der komische, das komische Pix-Teil hier nicht mehr treffen. Aber ich komme hier auch nicht weiter. Also geht's zurück. Karte, hilf mir mal eben. Runter und dann rechts müsste ich. Hier müsste ich jetzt eigentlich rechts rüber können. Aber es sieht so aus, als käme ich von hier aus nicht weiter. Reicht das hier, um Anlauf zu nehmen? Nee, anscheinend nicht.